Silvester in Berlin. Ui, war das eine Nacht. Jede Menge los. Viele Gäste, Bombenstimmung. Und wie es sich gehört, am nächsten Morgen ein ordentlicher Kater. Zeit für ein Spiel. Herzlich willkommen bei Ignoriere den Elefanten. Kandidat 1. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Der hat nämlich genau ermittelt, wer da eigentlich in den Metropolen randaliert hat. Es sind überwiegend junge Männer und zum Teil aus dem rechtsextremen Milieu, aber auch aus migrantischem Milieu. Na klar, wer kennt sie nicht? Die Rechtsextremisten aus dem Nahen Osten, die Baseballschläger schwingen und White Power rufen. Schlimm sind die. Kandidatin 2. Die Neuköllner Integrationsbeauftragte Güna Balci redet normalerweise Tacheles, wenn es ums Thema Gewalt in ihrem Kiez geht. In der Silvesternacht will sie aber vor allem Berliner Jungs gesehen haben, die da ihr Unwesen treiben. Naja, mit ein bisschen Fantasie kann man das ja auch raushören. Ey Atze, hast du gesehen, wie der knallt? Ja geil, kick mal, ich schmeiß jetzt den Feuerlöscher nach dem RTW. Kandidat 3, Panik-Kalle Lauterbach, hat noch in der Silvesternacht getwittert, dass es sich bei den Randalierern um eine kleine Gruppe von Chaoten handeln würde. Sein Expertenrat für die adäquate Bestrafung, den er allerdings gleich wieder gelöscht hatte. Rücksichtslose, also Gefährdung der, also Rettungskräfte sollte ein Grund zur Kündigung der Wohnung sein. Sollte doch kein Problem sein, die Rechtslage in diese Richtung zu strapazieren. Während der größten Seuche aller Zeiten hat man die Bürger doch schon für viel weniger aus ihren Häusern abgeführt. Bei Familienbesuch zum Beispiel. Kandidat 4. Der Berliner Tagesspiegel holt die Klimakeule raus und macht für die Ausschreitungen die außergewöhnlich hohen Temperaturen verantwortlich. Jupp, 18 Grad. Bei dieser Affenhitze ist es gar kein Wunder, wenn der ein oder andere zum Tier wird. Kandidatin 5. Berlins noch regierende Bürgermeisterin und Ex-Doktor Franzi Giffey hat es auch nicht geschafft, das Kind beim Namen zu nennen. Dieses blöde M-Wort. Dafür will sie das Böllerverbot ausweiten. Aber Vorsicht, wer nach der Silvesternacht 2022 das Böllern verbieten will, der könnte auch auf die Idee kommen, dass nach der Silvesternacht 2015 die Vollverschleierung für Frauen eine gute Idee wäre. Man darf doch Mutti Merkels Pflegekinder nicht in Versuchung führen. Glücklicherweise fand sich damals noch eine andere Lösung. Die Armlänge Abstand. Und wer doch mal begrapscht wird, tanzt den Ärger einfach weg. Kandidatin 6. Berlins Innensenatorin Iris Spranger bringt strengere Regeln für den Verkauf von Schreckschusswaffen ins Spiel. Ja, nicht jeder sollte sowas einfach kaufen können, zumal die Dinger auch viel teurer sind als die echten, die man beim Dealer unten an der Ecke bekommt. Kandidatin 7. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer fordert uns alle auf, als Gesellschaft dafür einzustehen, dass niemand mehr bedroht wird. Klar, wir trainieren schon mal den Nahkampf, um die Arbeit der Polizei zu übernehmen. Da lachen ja die Hühner. Und siehe da, bei all der Diskussion ist der Elefant tatsächlich verschwunden. Und wer hat jetzt gewonnen? Na die Jungs hier. Und zwar eine Freikarte raus aus dem Gefängnis. Sind ja immerhin keine Rundfunkgebührenverweigerer oder Rollatorrentner, die am Stammtisch über den Umsturz schwadronieren. Über die berichten die Medien übrigens auch viel lieber. Der Hauptgewinn winkt aber erst, wenn nach der nächsten Berlin-Wahl nicht mehr Rot-Rot-Grün das Sagen hat, sondern wir von der AfD. Dann gibt's nämlich für jeden ein Flugticket. Zurück in die Heimat. Da kann man dann nach Herzenslust rund um die Uhr und jeden Tag böllern.